So, Folge 33 geht los. Die Archangel-Armor sollte fertig werden. Genau. Advanced Flight Project available. Advanced Flight Project. Okay, da kann ich länger fliegen dann. Was ist das? Armor. Hover-Schiff. Achso, ich habe auch fliegende Schiffs. Okay. EMP kennen. Ne, ich will das mit die Alloy kennen. Das ist nämlich, glaube ich, die beste Schrotflinte, die man kriegen kann. Und da gibt es Covered Operation, würde ich sagen. Sand Extraction Squad. Launch Mission. Excellent. We look forward to seeing your progress. Eigentlich war das Squad, denke ich, ganz gut aufgestellt, so. Würde ich sagen. Was ich mal kurz gucken kann, ist. Build my items. Laser Rifle, nee, Plasma Pistol, halt. Heavy Plasma. Raygun. Partikel Cannon. Für mit Creation of Burst Style Partikel Pink. Das ist Max Suit, okay. 260. Ich hab. Bei Plasma habe ich gar keinen. Gar keine Schrotflinte dabei. Heftig. Hm. Okay. Dann nicht. Dann geht's einfach so los. Sand Extraction Squad. Launch Mission. Desert Fox, Colonel Neumann, Corporal Guppy. Oh, ich denke, das ist ganz gut aufgeteilt so. Double Tap wäre jetzt ziemlich cool, aber egal. Go, go! Irgendwie fliege ich gerade langsamer, oder irre ich mich da? Beginne es hoch. Latest intelligence sweep indicates an exalt cell inside Russia. Strike One is to provide whatever is necessary to help our operatives secure the exalt data. Okay. Was ist mit die Aufgabe zum Securen? Exalt forces disrupted one of our operatives. Oh, shit. In the process of hacking an enemy comm relay in search of new intel. Strike One will need to move in and deal with any hostiles in the area so our operative can finish recovering the data from the remaining arrays. That operative is our only chance at the data. We can't afford to lose them. New objective received. Muss eigentlich da mitten durch. Also ich muss wortwörtlich da mitten durch. On the move. Boom. Der hört was. Listen. Ich gebe Gas. Guck's mal dort. Es ist jetzt nicht ganz so einfach die Aufgabe. So, und der geht dann auf Overwatch. Falls irgendwas passiert. Was ich jetzt mit dem mache, ist ein bisschen unklar. Aber ich weiß nicht, ob ich mich hier safe bewegen kann. In irgendeiner Form. Ich kann bloß mal gucken. Ich würde mal wissen, ob hier in dem Raum noch irgendwas ist. Na toll. Jetzt mache ich natürlich Lärm dabei. Sieht nicht danach aus. Ich könnte mir auch was durchsprengen natürlich und dann einfach hier durchgehen. Alles sogar für eine sinnvolle Variante.
That's affirmative. Falls er da irgendwie für die Idee kommt, der hört da was. Unidentified target nearby. Der wird es von hier, also wird es hier draußen sein, denke ich mal. Aha. Ah. Nicht so meine Lieblingssituation, die ich hier gerade habe. Ich meine, mit Absicht gerade ein bisschen laut, damit die hoffentlich eher zu mir kommen als zu meinem Operative. Ich meine, er kann zwar vier, also er kann zumindest einzelne Gegner wegmachen, aber wenn da irgendwie drei, vier auf einmal kommen, habe ich dann trotzdem Probleme. Roger Dodger. Da. Tja. Erst da angehen und auf Overwatch gehen kann ich nicht machen, so richtig mit dem. Im Laufschritt! Immer noch von da oben. Oder ist es noch weiter oben? Es ist vielleicht gar nicht hier, wenn es hier noch weiter oben ist. Wenn es hier ist, ist natürlich auch möglich. Ne, ich will den da. Dankeschön. Jetzt die Tür aufmachen. Ich mag jetzt nicht nochmal einfach reinstürmen. Wen haben wir denn da? Machen doch die. Wie die klettern hoch. Das ist nicht so lustig. ...39 und 47, na herrlich. Ich probier's mal damit. Lustig. Den könnte ich damit auf jeden Fall wegmachen. Das bedeutet, ich muss die anderen noch irgendwie hinkriegen. Oh shit. Oh shit. Die sind vor allem alle oben. Das ist mehr als nur ein kleines Problem. Mitten durch die Mitte war keine gute Idee. Gar nicht gut. Aha. Wie gesagt, der ist quasi weg. Ich weiß nicht, wie weit ich komme, wenn ich den Jet-Boost-Modul anmache. Die wird auf jeden Fall Run and Gun müssen. Geht nämlich hier hin. Jetzt habe ich keine Deckung, das ist mir sehr wohl bewusst. Aber der auch nicht mehr. Und er stirbt am Critical Strike, sehr gut. Mein Sniper. Schon kann ich eigentlich nur hier hin packen. Hoffen, dass es nie noch mehr ist. Toll. Und der guckt verkehrt rum. Great. Motherfucking great. Können wir hier was sehen?
die mich hier noch dahin bewegen. Aber jetzt brauche ich kein Double Tap. Er ist ausgeschaltet. Na, im einen Leben. Noch drei da oben, ey. Davon sind zwei ein Sniper, das ist echt nicht schön. Aber der will auf meine Assault-Pussy gehen. Er trifft zum Glück nie. So, was macht der jetzt? Closed Combat Reaction Shot. Man überlebt aber leider. Schade. Au! 9 Schaden. Oh fuck. Dahin und machst den weg. So, jetzt kann ich meinen Sniper gar nichts mehr anfangen, so richtig hier. Yay. Stehst da natürlich völlig falsch. Na, der war auf Overwatch. Leben. 51 oder ich werfe eine Granate. Ich werfe eine Granate. Pump. Verstanden, Commander. Oh fuck. Oh fuck. Da steht er richtig mies an der Stelle. Richtig mies. In Bewegung. Okay. Muss man da hin, damit du irgendwann wirken kannst. Kannst du hingehen, um direkt gerüstet zu werden? Komm, machen weg. Schade. Schatti, 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 schatti. Oh, er trifft sogar. Wow, nice. Hostiles are losing ground. Wie geht der denn hin? Der auf Overwatch. Der rennt weg und schießt. Der geht zum brennenden Auto, dann ist er, muss ich sagen, so gut wie tot, wenn er so stehen bleibt. Oh, jetzt kann der noch schießen. Der läuft aber auch weg. Schieße nach. Au. Bom. Der ganz hinten war auf Overwatch, ne? Okay. Hallo. Faust drauf. Yeah.
Schade. Jetzt brauche ich inne mit Lightning Reflexes. Die habe ich aber gerade nicht zur Hand, deswegen gehen wir jetzt einfach mal nach. Okay, das ist ja trotzdem schon alles auslösen. Shit. Ich dachte, das sieht er mich ja nicht. Ah, scheiße. Mit 53% probier's aber bestimmt, von meinem Leben die bestimmt. 55 sogar jetzt, Wahnsinn. Yes! Er ist weg. Böser Typ. Kann ich eine Granate hochwerfen? Kann ich erstmal eine Granate hochwerfen? Ja, geht das. Lustig. Decken gehen nicht kaputt. Nur Seitenwände. In Bewegung. Jetzt war wieder mal verklickt. Nee, doch nie. Huhuhuhu. Nachgeladen. Nee, die muss mal kurz ein bisschen zurückbleiben. Die hat ordentlich Damage gefressen. So, du gehst mal dahin und heilst die. Die sind mir ein bisschen wichtiger. Da ein bisschen mehr Schaden genommen. Guck doch mal kurz hier rein. Wenn da nichts ist, lade ich erstmal nach. Jetzt erstmal hier hin. Ich würde sagen, du rennst mal hinterher. Meine letzte Aktion. Ich weiß nicht, wenn da irgendwas ist. Ich vermute mir ja schon, ob es was kommt, wenn ich das erste aktiviere. Gypsy Neumann. Ja, da mitten rein, bitte. Unterwegs. Du gehst mal bitte ganz dahinter. We're close to recovering another piece of the intel. Our operative just has to activate that comm relay, Commander. So. We're detecting new contacts moving toward Strike One's current position. Hab ich mir doch gedacht. Bomb. No target available? What the fuck? Jetzt aber. Bam! Das waren zwei. Ja, wir wollen ja noch eine Maschine. Hätte ich komisch gefunden. We've decrypted some of the Exalt data, and it looks like the communications were disrupted by our hack. We should keep looking for the remaining relays. We should keep looking. In Bewegung.
moving. Bisschen aufteilen, dass sie nicht mal alle gleichzeitig den Reaction Shot benutzen. Bin unterwegs. Der hat ihn gar nicht benutzt. Cool. Geh in Position. Ich würde auch trotzdem noch einen machen. Overwatch. Heading to that location. Ready to fire. Ich glaube, die wird es besser. In Bewegung. Bam! So, entsprechend Deckung geben können. Okay. Okay, jetzt schießt sie doch irgendwie wieder zusammen. Na, egal. In Bewegung. Bin bereit. Geht auf Overwatch. We got new contacts moving in, Commander. Oh. What? Sehr gut. Da kommt der nächste Reaction Shot. Aber der trifft nicht. Reaper mit Balken wieder sonst wohin. Bist du an einer sehr ungünstigen Stelle. Miss the target. In this area, Commander. The data is fully decrypted. We need to move the operative to the evac point for extraction. Das ist mir schon klar. We have a new objective. I'm on my way. Hallo, Kumpel. Bam! Beans. It's on the promotion. Ich werde hier gerade. Ah, Moment mal. Jetzt gerade ist das. Na egal. Bom, 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 bom. Und nochmal. Bom, 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 bom. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. So, jetzt müssen wir nämlich neue Gegner kommen. Kurz gucken. Offenes Gelände mag ja eigentlich die Esso-Tussi nicht so sehr. Das ist alles zerstört und zerbombt. So, das ist mit schwerem Gerät. In Bewegung. Der hat ja den Aim-Bonus. So, und du stehst jetzt irgendwie ungünstig, habe ich das Gefühl. Okay. So, und du musst mal wieder ein bisschen Gas geben. Ja. Komplett einmal rüber, bitte. Uns mal so weit, es geht hinterher. Du gehst ein Stück vor. Brauchen wir irgendwie. Ich werde da nicht mehr dahin. Jetzt mal nach. Guck, gib mir mit vor. Titan Armor vorne. So, wir nehmen wieder die Variante und gehen auf Overwatch.
Ich soll mal mit vor und geh zum Quatschen. Gegner? Kommt da noch welche oder lassen sie das jetzt bleiben? Bin unterwegs. Kann weitergehen. On the move. Bin dran. Okay. Das irritiert mich ein wenig. Wann komme ich mit dem? Bis dahin. Verstanden, unterwegs. I'm on it, Commander. Dann lädst du jetzt mal unten. Ready to engage hostile targets. Du gehst außen rum. Nur für den Fall der Fälle, dass da auch noch auskommt. Ah, das ist Slow Rider noch. Du gehst mit außen rum. Ich könnte euch unterstützen, damit ihr sicher genug Schaden macht. Ah, jetzt! Oben drauf. Schönen Dank! Das ist eine tolle Variante, wenn ich oben drauf landen. Und BAM! Weiß ich doch schon. Die bewegen sich auch eigentlich nicht, wenn ich dran bin. Komisch. So, wahrscheinlich wird die Aufnahme zu Ende. Hier in Feuerposition! In Eilmarsch! Da kommen sie. Sie kommen nicht nur so kurz. Ist ja schrecklich. Schön, die Sessel sind hier noch vollkommen intakt. Ist vielleicht den woanders hinstellen drin. Aber zumindest kann ich meinen Covered Operation Typen da mitnehmen, hier rüber. Ja, cool. Die Schrotthose hat sie sogar getroffen. Oh, jetzt schießt er auch noch. Aber vorbei. Schade. Upp, der ist wohl runtergekommen. Aua. Au. Problem ist, wenn ich die da hinstelle, zählt das halt schon. Lightning Reflexes, damit ist der Ausgriff fertig. Nice. Kannst mal sofort schießen und vorbeischießen. Ich liebe dich. Ziel verfehlt. In Bewegung.
Dann gehst du halt hier hin. 60%. Auf jeden Fall ein Treffer. Lässt sich jetzt nicht drüber streiten. Aber du musst auf jeden Fall in Sicherheit. Da du noch jede Menge Health Packs hast, ich hab keine Lust, dass mir noch irgendwann drauf geht hier. 10 heilt die sich selber. Das ist so gut. Und Overwatch. Na, muss man sagen. Beide treffen kritisch, das ist hart. Oh. Nochmal neue. Oh, direkt wieder ein Treffer. Trotz Heavy Geschütz. Nett. Hier geht mit dem Keks, wie ist das gerade? Toll. Nö. Nö? Der hat nicht mal Squad-Zeit. Aber der kann ihn treffen. Gleich schreibe ich eine Kugel näher! Glück aus! I'm on the move. Ja, ich will wirklich, danke, ja, ja. Rauch eingesetzt. Rück aus. Our field operative has reached the extraction point with the data, Commander. Strike One can either stay and clear out any other Exalt forces in the area, or head to the evac point for immediate extraction. Objectives updated. So, jetzt würde ich gerne mal noch eine Granate werfen. Das Haus auch noch kaputt. Und POM! Ist die Karte von unten dagegen gesprungen? What the heck? Und machen weg. You've secured the operative and the new data they were able to acquire from the relays. Well done. Yes! Jetzt weiß ich gerade mehr, welche Folge das war. 33? Ich hoffe 33. Lieutenant Desert Fox has been promoted to Captain Desert Fox, Reaper Service. At the start of each turn, a total of 6 health can be regenerated per battle. Spawn the storage on an additional use of restorative mist, grenade launcher, and proximity mine launcher. With base ammo. Das ist so cool. Weil er selten verwundet wird. 59 Kills. XO Intelligence und jede Menge XO Antrasol. Intel Decryption completed. Recalculating possible Exalt Facility Locations. Toll. Noch 3 Varianten. Based not in an English speaking country. Okay. It's east of Atlantic Ocean. Hyperwave Relay ist gleich fertig. Aber ich denke, das war's für diese Folge. War lang genug. Danke fürs Zuschauen und bleibt mir treu.